Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal, willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft, auf meiner Schiffsmodellschrauberwerft und Klebewerft in diesem Falle, weil es geht um die Graf Zeppelin. Die nächste Lieferung ist am Start mit den Bauphasen 12 bis 15 und mit der 12 wollen wir auch gleich starten. Und zwar gibt es ein weiteres Außenhautteil, ja, von ganz oben und von der Backbordseite, ne? Ja, ich weiß, hier heißt das linkes, wie heißt das hier? Linker oberer Rumpfabschnitt. Backbord Außenhaut. Gut, das dazu. Es gibt noch ein paar weitere Kleinteile, die zeige ich euch gleich. Ja, das zeige ich euch gleich. Und in dieser Bauphase gibt es ja wieder Schrauben hier, diese BM-Schrauben, die ja mit einem Imbusschlüssel geschraubt werden möchten. Wie auch immer. Solange man dann immer schön auf einer Seite reinkommt, kann man ja einen längeren Schraubenträger nehmen. Den gibt es auch als Imbus. Aber ihr habt auch alle, die von Aschette so Schraubermodelle haben. Es gab ja auch mal dieses Werkzeug-Set als Abo-Geschenk. Und da ist auch so ein kleiner Imbus mit drin. Da kommt man natürlich nicht an die Außenhaut von innen dann ran, ne? Aber das muss man dann nachher sehen. Ich habe mir extra so eine kleine Knarre besorgt. Was soll ich euch sagen? So ein kleiner Imbus ist nicht dabei. Also müssen wir dann mal gucken. Aber ansonsten nimmt man eben den mitgelieferten Imbusschlüssel und dann geht das auch schon. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Gibt es hier überhaupt einen Sinn? Ja, es gibt Freude, Bastelspaß und so weiter und so fort. Weil Hobby soll ja Spaß machen, ne? Und mir macht das auf jeden Fall. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so geht. Was Hobby für euch bedeutet. Egal was für ein Hobby. Was Hobby für euch bedeutet. Entspannung, raus aus dem Alltag, Blödsinn verzapfen, wie auch immer. Auf jeden Fall Spaß haben. Und nicht an den ganzen anderen Cheat denken, der so um einen rum passiert. Es gibt ja nicht nur, es gibt auch schöne Sachen. Ne? Aber und ja, eins der schönsten Sachen ist eben seinem Hobby frönen. Und das machen wir jetzt. Ihr kommt auf meinen Basteltisch, Schraubenträger raus, egal ob Imbus oder Kreuz oder Schlitz oder wie auch immer. Wir legen los. In Bauphase 12 gibt es dann, wie gerade erwähnt, das ein Backbord-Außenhautteil von ziemlich weit oben. Oder von oben. Die beschriebenen BM-Schrauben. Und dann bekommen wir 4 Poller, ein Spill und 2 Schutzwände. Die habe ich schon mal aufgebracht auf dem kleinen vorderen Deck. Die Poller waren ja schon mal in einer früheren Bauphase. Und hier diese 4 kleinen Poller werden dann eingeklebt. Dann hier, ja, das nennt sich jetzt Spill, wird eingeklebt. Und diese beiden Schutzwände. Bei diesen beiden Schutzwänden ist zu beachten, oh, schon fest, hat ging fix. Bei diesen beiden Schutzwänden ist zu beachten, die haben immer nach Backbord, in der Richtung Backbord. Backbord ist links, ne? Immer da, wo der Daumen rechts ist. Die Backbordseite, da ist der Nupsi etwas dicker. Und nach Steuerbord ist er dünner, nach rechts. Also ist das schon klar. Wir Mario gerecht, ne? Wie die Teile eingebaut werden. So, das hätten wir. Und jetzt brauchen wir natürlich den Rumpf, ein bisschen Schneidöl, weil wir ins Metall schrauben wollen. Und dann haben wir hier den Rumpf. Ich habe den mir mal mit der Zwinge so ein bisschen, dass er gerade stehen bleibt, weil so will er ja immer umkippen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier rankommt. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4 Sachen zum Verschrauben. 1, 2, 3, 4 Nupsis, Haken, Ösen. Mit Haken und Ösen geht das hier weiter. Dann brauchen wir das nur, ja, schön zusammenstecken. Die Schraubenspitze ein bisschen in Schneidöl tauchen. Und dann, oh, hier kann man aber schön sehen, ist überall Gewinde vorgeschnitten. War das sonst auch so? So, ich kann jetzt natürlich, ich
hätte jetzt auch den Imbus nehmen können, der mit dabei war. Normalerweise haben wir ja hier den Schrubentrecker, den wir ja benutzen wollten für alles Mögliche. Plus den Imbusschlüssel möchte ich nicht nehmen, der dabei war. Das dauert mir dann doch viel zu lange. So, und dann haben wir da eine Schraube drin. Hier kommt eine Schraube rein. Hier soll das auch so sein. Dann gucken wir uns das gleich mal an, wie das dann von außen aussieht. Wir sehen auch schon hier eine Menge Löcher, Ösen, Verschraubmöglichkeiten. Und also hier wird noch eine Menge passieren, ich kann euch das sagen. Aber wissen tue ich es auch noch nicht ganz genau. Ich habe den Prototyp auch nur von außen gesehen, nicht von innen. Ne? So, jetzt sehen wir uns zum ersten Mal die Außenseite an. Und ja, einmal frei. Und dann werden wir uns gleich mal beschäftigen mit der Ausgabe Bauphase 13. Und wir können ja auch noch einmal hier kurz mal so reinschauen. So ein bisschen Bauphase. Oh, was war hier? Hier hat man den Vorstäben, den Bug entfernt, weil man ihn geändert hat. Man hat ja während der Phase, das war auch bei der Bismarck so und ich meine auch bei der Scharnhorst, hat man ja einen anderen Bug angebaut, weil man ja mitbekommen hat, dass eine andere Bugform da die Schiffe dann schneller macht. Dann. Ja, jetzt, oh, hier können wir mal sehen, wie groß so ein Anker denn war, ne? Wenn wir uns das anschauen, hier, ne? Und, ja, na gut, 1 zu 200, so ein Männchen in 1 zu 200 ist 8 mm, ne, 9 mm großes, eins entspricht dann 1,80 m, ne? Und, ja, da ist dann schon, ja, dann weiß man schon, wie klein wir sind, ne, gegenüber so einem Anker. Hier ist interessant Scharnhorst. Scharnhorst, wisst ihr alle, habt ihr gesehen bei mir, hoffentlich, ich habe die Scharnhorst gebaut. Ja, in Holz. Hat auch riesen Spaß gemacht. Und ja, wir können ja mal die Daumen drücken, vielleicht gibt es ja den Grafen. Nein, ich sage es nicht. Nein, ich sage es nicht, ich sage das gar nicht, sowas alles. Auf jeden Fall die Scharnhorst und die konntet ihr ja bei mir auf dem Kanal sehen. Und ja, da... Das hat auch Spaß gemacht. Ja, jetzt kommt wieder was Neu Modernes. Und das ist so, es ist ja schade, dass wir sowas bauen müssen. Ne? Gut, mehr möchte ich eigentlich gar nicht bewerten an dieser Stelle. Dann haben wir Bauphase 13. Die Teile wieder schön in Holzkartons verpackt. Und dann schauen wir doch gleich mal rein, was wir bekommen. Und zwar geht es um das Ankergetriebe. Auf jeden Fall können wir sehen, gibt es noch mal wieder eine Ankerkette. Geht mir hier nicht auf die Ketten, ne? Nein, Quatsch, natürlich, immer. Ja, macht die Kommentarspalte voll. Ihr seid ja auch immer alle ganz schön schreibfaul. Aber vielleicht lasse ich keine Fragen offen. So, wir haben hier eine Abdeckung für dieses Ankergetriebe, zwei Kegelräder und ein Zahnrad. Kegelräder sind ja dann diese beiden und das ist dann das Zahnrad. Hier haben wir der Pickepacke vollgepackt hier die... Alter, ich glaub's ja nicht, wie geil. Was sind das für die geilen Teile? Und da soll man noch einer sagen, da ist immer nichts drin in diesen Ausgaben. Ne? Wird ja oft geschimpft. Hier, Kugellager. Oder vielleicht sind das ja auch Walzlager. Mal sehen, was hier steht. So. Hier steht zwei Lagerbuchsen. Ist das ja stark. Ist das ja stark. Guck mal, wie klein, ne? Und, oh, wie groß man auch kennt, ne?
Und früher haben wir, wenn wir irgendwo Kugellager hätten, wollten wir mal überlegen, wo wir die her hatten. Weil wir wollten immer an die Murmeln ran, an die Stahlmurmeln. Ne? Stahler haben wir früher als Kinder immer gesagt. Ich hatte sogar mal eine, so eine große. So, lange Rede, kurzer Sinn, was gibt es hier? Also, wir haben hier zwei Lagerbuchsen. Wir bekommen hier die Welle und dann bekommen wir Welle mit Zahnrädern. Und dann gibt es noch einen Metallring. Mal sehen. Und dann muss jetzt ja auch noch Anker mit Ankerkette. Oh, hier sind dann die Schrauben drin, die GP-Schrauben. So, und hier haben wir dann die Ankerkette, den Steuerbordanker mit Ring. Und auch hier wieder, ich hatte das ja erwähnt, mit angedeuteten Schäkel. Mit angedeuteten Schäkel, und das finde ich sowas von geil. Den Ring, der muss bestimmt, damit, ja weiß ich nicht, damit rechtzeitig gestoppt wird. Das werden wir nochmal eruieren. Vielleicht kann man das ja nochmal ändern, dass man den Ring rausnimmt und das dann, also das hatte ich glaube ich beim Backbord-Anker auch schon erwähnt. Mal gucken, ob wir das machen. Oh, wir haben Knoten, nee, kein Knoten. So, schöne Ankerkette. Und hier ist der Ring. So, was machen wir jetzt? Fügen Sie das freie Ende. Achso, jetzt bauen wir quasi den Anker ein. Schieben wir den Anker rein und da machen wir eine Kette, also diesen Ring ran, damit der nicht mehr rausfallen kann. Und dann, ja, ist die Frage aller Fragen, hätte man solche Sachen vorher machen können? Wieso ist mir das jetzt abgefallen? Hat das nicht geklebt? Also das, ich werde jetzt, das haben wir ja schon einmal gesehen, wie hier der Anker reingemacht wird, die Ankerkette. Das werde ich jetzt auch machen, muss ich einmal hier den reparieren, hat dann wohl nicht geklebt, wie ich das so wollte oder wie das sollte. Und dann gucken wir uns das Ganze mal von der anderen Seite an. Ich finde, jetzt müssen wir aber mächtig aufpassen. Gut, wir können ja noch mal was rausnehmen von diesen Teilen, weil hier unter ja noch Verschraubungen sind, die sind ja noch nicht angeklebt, das ist ja nur reingesteckt. Und jetzt müssen wir hier nämlich noch was anschrauben. Man soll das auf weichen Schaumgummi legen. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob die Pinorex hier dann halten würden. Pinorex Pinöpel, das sind keine Nupsis mehr, dafür sind die zu groß. Also Pinorex Pinöpel, wie auch immer. Das könnte dann, das ist sehr filigran, da müssen wir jetzt vorsichtig arbeiten. So sage ich das jetzt mal. Ob man das konstruktiv hätte anders machen können, das weiß ich nicht. Da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, ich moderiere das gerade ein bisschen vorsichtig. Möchte ich eigentlich nicht so weiter sagen, weil die Kenntnis habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber das werden wir nachher gleich mal sehen, ob man sowas hätte vorher machen können, bevor wir überhaupt hier auf den Decksaufbauten gehen. Natürlich muss man vielleicht die Ankerkette einfügen. Das kann natürlich sein, aber vielleicht hätte man diese Kleinigkeiten später machen können. Andersrum wissen wir ja, wie das beim Partwork so läuft, dass man immer mal Teile bekommt, die auch erst später verbaut werden, aber um einen Eindruck zu bekommen, das ist ja kein Komplettpaket, wie das ganze Modell nachher später aussehen wird. Natürlich soll man angefixt werden, aber was heißt angefixt? Das ist jetzt auch vielleicht ein falsches Wort. Man soll vielleicht, ja, dass man einen Eindruck bekommt, wie sieht das aus und ja, interessiert mich das Modell, holt es mich ab und deswegen brauchen wir diese kleinen Details, um dann zu sehen, oh ja, Geilomat. Also mir geht es zumindest so und ja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt den Steuerbordanker einfügen. Ich werde dann hier das Ganze nochmal reparieren und wenn der Steuerbordanker mit dem Ring drin ist, dann gucken wir uns das mal von der anderen Seite an. Ich werde versuchen, das Ganze so in der Hand zu behalten, um hier zu verschrauben und nicht das irgendwo auf Schaumgummi zu legen. Und ja,
in der Hoffnung, dass was abbricht. Nein, um Gottes Willen, das wollen wir ja nicht. Und das Kabel finde ich jetzt auch gerade etwas störend. Na gut, eine andere Möglichkeit, das jetzt woanders hinzupacken, weiß ich nicht. Aber egal. Na? Egal, das 88. Und wir kriegen das schon, irgendwie hin. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde das dann so in der Hand behalten. Man kann es ja so auch immer legen. Es ist oberste Vorsicht geboten. So. Er atmet tief durch. Der Steuerbordanker ist dann jetzt auch platziert. Und die Ketten werden dann hier unter, bleiben sie dann hängen. Müsst ihr die rausziehen und in diese Führung reinlegen. Und dann bleibt das erstmal hier lose liegen. Ich nehme mal an, die gehen dann nachher hier durch diese Verengung nicht mehr durch. Dann haben wir hier dieses Bauteil, was wir dann jetzt hier raufsetzen dürfen. Auf die ganzen Schraublöcher. Das geht jetzt gerade nicht richtig rauf. Verstehe ich nicht. So, jetzt habe ich mir drei Schraubentrecker vorbereitet mit den Schrauben. Den ersten nehmen wir erstmal den Graf Zeppelin Schraubentrecker. Und ich kriege das nicht rangeschraubt. Weil wir müssen hier auf jeden Fall tiefer mit diesen Nupsis. Ich muss die irgendwie zusammengedrückt kriegen. Aber ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, hier Druck auszuüben. Jetzt hat das einmal geknuckelt. Dann mache ich da erstmal eine Schraube rein. Und hoffentlich bleiben die Ankerketten jetzt da so vor Ort. Oh, der darf da nicht rüber. Der darf da nicht rüber. Vielleicht hätte man sich das da erstmal so platzieren sollen. Ich glaube, das ist da rausgerutscht. Das ist da rausgerutscht beim Zusammengnuggeln. Da sehen wir das. Aber vielleicht nehmen wir uns diesen Nupsi einmal als Hilfe. Das werde ich jetzt mal machen. Dass das dann vielleicht nicht mehr rausrutschen kann. Meine Pinzette ist leicht magnetisch, deswegen wollte ich das jetzt gar nicht so nehmen. So, ziehen wir mal an den Ankern. Da soll das auch nicht hin. Ziehen wir mal stramm. Wir dürfen da nicht vergessen, hier das wieder runterzunehmen, ne? So, jetzt versuchen wir das nochmal wieder rauf zu schnupseln. Alles so geblieben. Wie gesagt, das Problem ist, ich kriege nirgendwo das vernünftig angefasst. Mir sind auch schon wieder zwei Teile abgefallen. Hat wohl nicht so gut geklappt mit dem Kleben. So. So, jetzt ist es wohl überall runter. Jetzt halten wir das mal hier so fest. Und dann schrauben wir hier mal eine Schraube rein. Nächsten Schraubenträger nehmen. Nächste Schraube reindrehen. Können wir das mal wieder andersrum drehen. Also wir sehen hier, das Geländer von dem Niedergang ist einmal ab und einmal diese Stange hier. Aber das klebe ich dann gleich nochmal wieder fest. So, hier mit den Ankerketten aufpassen. Achso, der ist jetzt hier auch abgegangen vom Ankerspiel, aber das können wir dann gleich wieder rüberlegen.
So, jetzt sind die hier lose. Und aber das müsste normal, dürfte da nichts mehr passieren. Das müsste jetzt vernünftig in der Führung drinne sein. So, nächste Schraube aufs Hopsefeld und dann angeschraubt wieder so hingepackt. Wie gesagt, man muss natürlich schön aufpassen. Sollte ich so viel Schrauben nehmen? 1, 2, 3, 4, 5, 9 Stück. 9 Schrauben für so ein kleines Plastikteil. Und jede Schraube birgt Gefahr, dass man irgendwo was abbricht. Deswegen äußerste Obacht und Vorsicht. Ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen vielleicht gibt und hofft. So, Mario, mach mal was kaputt. Ich hoffe nicht. Und wenn, dann bitte so, dass man das reparieren kann. So, eine Schraube noch. Eine Schraube noch. Woran merken wir das? Weil wir jetzt nur noch eine haben, die dann ja übrig ist. So, die Schraube ist eben im Nirvana gelandet. Das heißt, die Schraube kann sein, dass die jetzt nicht, dass die Aufnahme da ein bisschen kaputt gegangen ist. Dann nehmen wir, machen wir uns ein bisschen Kleber an der Schraube. Und dann, oh, jetzt rutscht er auch immerzu noch ab. Und da ist wieder noch was abgegangen. Alter Schwede. Hier. Das muss ich alles reparieren. Also ihr seht schon, das ist sehr, ja, filigran das Ganze. Ach du grüne Neune, das war dann auch noch hier. Was da abgegangen ist. Eieieiei. Gut, aber das kriegen wir gleich alles wieder hin. Wir werden jetzt, bevor ich die Teile repariere, machen wir Folgendes. Achso, wir sollen hier die Ketten da raus und dann nachher die Dings da reinmachen. Das machen wir aber gleich. Hier diese Zahnradachse. Wir sollen aber diese auch erstmal vorbereiten. Jetzt nehmen wir das so rum, dass hier das kürzere Ende ist, dass wir das in der rechten Hand halten. Nehmen das Zahnrad und stecken das hier so rauf. Das geht auch nur in eine Richtung, weil das ist da wie ein Halbmond. So raufgesteckt. Dann von jeder Seite, das ist da genauso. Die anderen Zahnräder, die Spindelzahnräder. Auch so rauf. Dann kommen hier die Kugellager rauf. Und das wird nachher alles eingebaut. Aber wie gesagt, ich will das erstmal, ich muss erstmal hier die Ankerkette nochmal wieder ordentlich machen. Muss ich erstmal hier wieder rüberlegen, warte mal, so rum. Die soll ja in, nach Mitte Schiff zeigen. So. Und dann von der anderen Seite, wir drehen das mal wieder um. Und sollen dann die beiden Ankerketten, guck mal den, so, die sollen wir jetzt hier so rüberlegen. Das hätten wir. Dann nehmen wir die, was wir in der letzten Videofolge bekommen haben, hier diese kleine Achse. Die müssen wir jetzt folgendermaßen reinlegen. Und zwar hier vorne. Wieso geht das jetzt hier nicht runter?
Das muss, glaube ich, hier richtig runter, oder nicht? Weil die Gummis sollen das ja nachher ein bisschen fördern. Das funktioniert irgendwie nicht. Muss ich die Gummis mal ein bisschen nach außen... Oh, die lassen sich auch lösen. Ein bisschen nach außen ziehen. Und dann hier reinlegen. Ich hoffe, das funktioniert so. So, die sollten wir erst... Ach nee, das war ja schon drin. Das ist bloß immer wieder rausgefallen. Die Frage, muss das richtig runter? Richtig reinnupsen. Jetzt scheint das drin zu sein, weil das fällt von alleine wieder raus. Also bei mir zumindest. So, jetzt nehmen wir das nächste Zahnrad. Das kommt dann hier rein. Hier, so. Okay. Dann haben wir ja die gebaute Sektion hier mit den Kugellager. Und das wird dann hier reingesteckt. Und zwar folgendermaßen. Das Breite auf die breite Seite. Kommt dann alles zusammen da rein. Wenn wir die Kugellager, glaube ich, noch ein bisschen nach außen schieben. So. Oh, das dreht sich schön. Aber ich habe keinen. Das müssen wir bestimmt noch runterdrücken. Jo, das müssen wir noch runterdrücken. Weil wir ja die Ankerwinden damit bewegen können. Das merkt man auch schon. Ja, geil. Achso, und das war's schon. Das war's schon. Ja, hält das alles? Na, hier sind die Zahnräder. Ich hätte die gerne irgendwie gesichert. Ich muss das jetzt nämlich wieder umdrehen auf die andere Seite, um das Ganze... Ja, vielleicht reparieren wir das später. Ich gucke mir jetzt gleich mal die Bauphase 14 an. Oh, jetzt wollte ich das schon darauf legen. Das wollen wir doch nicht. Also kann ich doch so rumpacken. Fällt nichts raus. Gut. Ich repariere die Kleinigkeiten, was wieder angeklebt werden muss. Und dann gucken wir uns noch einmal hier, aber erst vorher noch mal hier ins Heft rein. Die Ruderanlage. Ah, das sieht gigantisch aus, wenn man sieht, wie das auf der Werft ausgesehen hat. Na, das ist schon echt fett. Mein größtes Schiff, was ich mal mitgebaut habe, war seinerzeit mal bei Howald in Kiel. Das war ein Containerfrachter, ein Containerschiff, 360 Meter lang, 42 Meter breit. Also das habe ich nicht gebaut, da habe ich mit dran gebaut. Also das waren schon fette Sachen. Oh, aufpassen! So, hier geht es um Schlingerkiele. Haben wir ja gelernt bei der Titanic, wofür die Schlingerkiele sind. Sie sollen das Rollen minimieren. Verhindern kann man es nicht. Pearl Harbor, Film kennt ihr alle. Ne? Was hat der japanische Admiral gesagt? Wir haben einen schlafenden Riesen geweckt. Ja, so, gut. Deutsche Marine Luftschiffe, ja, also ne, im Krieg wird man immer sehr erfinderisch, was das angeht. Wir gucken uns gleich Bauphase 14 an und auch noch die 15 und dazu, ja, nach einer kleinen Pause lade ich euch wieder hier auf meinen Basteltisch ein. So, liebe Leute, wir kommen gleich sofortens zur Bauphase 14, aber bevor wir da hinkommen, ich bin ja nicht beratungsresistent und ich habe ja viele Sachen hier auch angeklebt mit Plastikkleber. Ich wurde da auch drauf hingewiesen, vielen Dank dafür. Und ich habe ja vor einiger Zeit von einem lieben Modellbaufreund diesen Krokodil-Geschenk gekriegt, flüssigen Sekundenkleber, und ich will euch sagen, das Zeug ist der Hammer.
Ich habe noch nicht geguckt, was der kostet. Aber wie gesagt, ich habe das geschenkt bekommen und das wollte ich dann auch euch zeigen, dass ich den jetzt nutze. Und ja, wenn man Metallteile anschraubt, dann doch lieber mit diesem Sekundenkleber statt mit diesem Plastikkleber. Also Plastikteil, also man kann damit jetzt eigentlich alles kleben. Also wie gesagt, ich bin ja nicht beratungsresistent und habe jetzt alles repariert. Jetzt ist hier der wieder rausgefallen. Den müssen wir dann nochmal wieder reinsetzen. Also der fällt immer raus. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit der rein muss. Ob der knuckeln muss oder nicht. Jetzt wird es natürlich etwas schwieriger, den reinzusetzen. Oh, das Kabel stört mich irgendwie so ein bisschen. So, jetzt lege ich die Anker mal hier weiter vorne hin. Mal sehen, ob das funktioniert. Der eine nicht so, der andere auch nicht so. Naja, so, und jetzt muss der hier rein. Die Frage, dreht sich das dann nachher auch noch? Das ist das ja. Gut, die Anker müssen wir vielleicht nachher hier noch mal ein bisschen weiter ausrichten. Das eine ist fest, das andere ist lose. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich das alles reparieren können, wollte ich gerade sagen. Jetzt kann ich das nicht mehr. Jetzt muss ich das so halten. Egal, wir kriegen das schon hin. Es geht um das Ankergetriebe und wir haben hier eine Abdeckung. Teil A, Teil B ist eine Welle. Da möchte ich, und hier Teil C ist Zahnstange mit Haken. Da möchte ich was zu sagen. Ich hatte eben so einen kleinen inneren Vorbeimarsch, wollte ich gerade sagen. So einen kleinen Schreckmoment. Ach du grüne Neune, die Teile fehlen. Die waren jetzt ja in dieser Tüte drin und die Welle ist ein bisschen lang und der Karton, da hat das dann drin geklemmt. Aber es waren alle Teile da. Ich habe erst so gedacht, oh Gott, ich kann nicht weiter zeigen. Das ist die Abdeckung. Das Teil kommt jetzt erst, das ist auch eine Abdeckung, also hatte ich da gar nichts Falsches gesagt. Dann haben wir zwei Kegelräder und wieder eine Halterung sowie BP- und FP-Schrauben. BP-Schrauben sind so eine ganz Lütten. So, halte ich das mal fest, damit wir hier ein weitermachen können. Ich muss es jetzt irgendwie ganz vorsichtig drauflegen, ohne Druck, weil wir müssen erst hier dran arbeiten. Und zwar kommen die Kegelräder auf jede Seite von einer Welle. Auch hier dann natürlich, die Welle ist hier abgeflacht, gibt es nur eine Position, wie wir das raufknuckeln können. Gut, das hätten wir. So, jetzt wird das dann eingesetzt. Jetzt wird die Welle eingesetzt. Und zwar hier. Hier ist der Nupsi dafür. Also einmal da rein. Und einmal hier. Dass wir hier an diese Zahnräder kommen. Vielleicht sollten wir erst hier reinmachen. Und dann da. Das scheint irgendwie zu lang zu sein. Muss ich das vielleicht noch weiter zusammendrücken? Oh, wieder vorsichtig auf den Kopf legen. Oh, das muss richtig, habt ihr gehört? Das muss richtig knuckeln, dass hier nichts mehr zu sehen ist von dem Überstand. Ja, und dann müsste das ja von der Sache her passen, muss das ja rein flutschen. Hat's auch. So, dann kommt die erste Abdeckung mit der Führung, mit dem Tunnel. Mit dem Tunnel. Und das wird so hier raufgelegt und angeschraubt? Nee. Darauf, darauf. Ach, das soll dann hier durchstechen. Ja, und das geht ziemlich schwer.
mache ich das so richtig rum oder ist das falsch rum? Nee, das soll hier nach, der Tunnel soll nach oben noch zu sehen sein. Ach so, das geht ziemlich schwer. Hier raufstecken und da drinnen anschrauben mit einer FP-Schraube. Es gab ja BP- und FP-Schrauben. So, wollen wir mal den Schraubenträger aufmunitionieren und da dann die Schraube reindrehen. Haben wir hingekriegt. So. Dann, oh Mann. In diesen Haken, das Ganze kommt so rum. In diesen Haken sollen jetzt die beiden Ankerketten rein. Also ich stelle das nochmal wieder ganz vorsichtig so hin. Nicht atmen. Jetzt sollen da die Achso, der war ja eh lose. Also ich habe jetzt hier beim Anfassen habe ich dann schon diesen hier, aber der muss ja, der ist ja nicht festgeklebt, der bleibt ja lose. So, holen wir nochmal wieder die beiden Ankerketten vorher. Und die beiden Ringe sollen jetzt hier auf den Haken. So. Wir lassen ihn nicht vom Haken. So, einer war drauf, ist wieder ab. Oh, dann schieben wir das bis dahin. Und den anderen dann genauso. So soll das dann aussehen. Dann kommt hier, achso, hier über diese Führung. Das wird dann hier raufgelegt. Und zwar bis zum Anschlag. Bis das hier so dran ist. Und dann kommt hier diese Halterung, dieser Nupsi hier vor. Und soll dann so die Zahnräder festhalten. Achso, aber hier, die Schlüsselringe müssen wieder bis dahin. Und dann kommt das hier darauf. Und da soll eine BP-Schraube rein. So, mal gucken, dass wir die BP-Schraube vielleicht vorher aufmunitionieren. Und dann kommt die Schraube hier rein. Ja, super. Ah, jetzt hält das. Es kippt dann ein bisschen weg, aber wir kriegen die Schraube trotzdem fest. So. Ha, siehst du wohl, so haben wir das dann hinbekommen. So sieht das dann aus. Vielleicht habe ich jetzt gerade ein bisschen weit. Oh, wir merken schon, hier bewegt sich was. Aber hier vorne noch nicht. Ja, hier muss ja auch noch eine Abdeckung rauf. Hier vorne, das scheint ganz schön steif zu sein hier. Aber sehen wir gleich. Gut. Jetzt sollen wir umdrehen. Die Anker sollen runterhängen. Prüfen Sie, ob beide Ankerketten gleich lang sind. Oh Mann. Nee, das prüfe ich jetzt nicht. Das geht ja gar nicht anders. Wie soll ich denn das prüfen? So, ich soll das jetzt umdrehen, aber wenn wir das jetzt hier, ja, das hängt alles gleichmäßig, geht schon wieder hier hoch und das sieht gleichmäßig aus.
das sieht gleichmäßig aus. Also normal sollt ihr das jetzt umdrehen, das mache ich jetzt nicht, um zu gucken, ob die Ankerketten gleichmäßig lang sind. Weil ich will nicht, dass hier wieder was rausfällt. Jetzt kommt das Bauteil hier oben rüber. Und dann gucke ich nachher, ob die Ankerketten gleichmäßig sind. Und wenn nicht, was ist denn? Dann muss ich wieder alles auseinanderbauen, oder wie war das? So, FP-Schraube hier rein. Vielleicht legen wir immer überall eine rein. Kann man ja auch machen. Dann schrauben wir die einfach an. Erstes fest, zweite ist fest, dritte ist fest, vierte ist fest. Nee, noch nicht jetzt. Dann drehe ich das jetzt einmal um. Und dann sehen wir das gleich. Jetzt kommen erstmal die Teile, die rausgerutscht sind, die kommen erstmal wieder rein. Hier war auch noch eine. Oh, ich zettel mir hier einen ab. So, das habe ich gewusst. Die sind wieder rausgefallen. Die müssen vielleicht, ich weiß es nicht, richtig reingedrückt werden. Aber wir sehen hier, seht ihr das? Wir lassen die mal runterschweben. Und na gut, der Backbordanker ist ein Kettenglied länger wie der Steuerbordanker. Das ist mir, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt erstmal scheißegal. Damit können wir leben. So, das funktioniert noch nicht. So, ich lasse das jetzt erstmal in Bordlage. Die beiden Teile erstmal beiseite. Das müssen wir dann gleich nochmal wieder reinstecken. Ich weiß nicht, ob die richtig reingeklipst werden müssen. Aber ob die sich dann noch drehen, aber ich weiß es nicht. Achso, einmal nochmal ins Heft reingeschaut. Ich habe bestimmt wieder irgendeinen Bockmist gemacht. Aber die Panzerung. 5000 Tonnen Panzerstahl wurden verbaut. Ich glaube, das hieß damals irgendwie Wotan-Hart und so eine komischen Ausdrücke gab das. Und der ließ sich sogar schweißen. Da schweißbares Material, da kommt es auf den Kohlenstoffgehalt drauf an. Je höher der Kohlenstoffgehalt ist, je weniger schweißbar. Könnte man sich mal so ein bisschen so merken. So, hier, ja, Schiffbau halt. Gut, was haben wir hier? Hier steht auch unterschiedliche Stahlsorten. Harte Arbeit war das. Die Prinz Eugen, da, Prinz Eugen, habt ihr bei mir auch auf dem Kanal gesehen, auch von Aschett, habe ich schon gebaut. War auch schön. Hat auch Spaß gemacht. So, Spanien hat hier auch Flugzeugträger, ja, und so weiter und so fort. So, was haben wir denn hier? Ach, hier, so ein Flottenverband, Fregatte Niedersachsen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Ich glaube, die werden jetzt nämlich nach und nach außer Dienst gestellt. Ich glaube, das müsste eine F-122 oder F-123 vom Typ sein. F-124, F-125 und die nächste F-126. Da werde, bei dem einen werde und bei dem anderen war ich beim Bau mit dabei. Aber bei denen nicht. Die haben hier so einen komischen Mast. Also bei solchen Fregatten war ich nicht mit dabei. So, dann haben wir hier nochmal einen Flieger. Von Flieger habe ich gar keine Ahnung. Und jetzt gucken wir uns mal die nächste Bauphase an. Das ist die 124, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, nein. Die 15. Und da holen wir mal die Teile raus. Auch hier ist wieder eine Tüte klemmen geblieben. Also immer schön reinschauen, nicht denken, oh Gott, da fehlt was. Nein, das ist nur nicht rausgekommen.
Und zwar gibt es ein Motorengehäuse. Und vorderes Getriebegehäuse. Ja, das ist jetzt auch gleich wichtig. Dann einen Motor. Dann Schmierfett und ein Wattestäbchen. Und FP- und HP-Schrauben. Die Schrauben hole ich mal einmal schnell raus. HP-Schrauben. Das steht im Übrigen hier auch immer schön auf der Tüte drauf. Und hier haben wir dann die FP-Schrauben. Und dann kriegen wir Schmierfett und ein Wattestäbchen. Ich glaub's ja nicht. Alles dabei. Hier haben wir ein Wattestäbchen. Das gibt's ja gar nicht. Und hier haben wir eine Tüte mit Schmierfett drin. So, und dann gucken wir uns gleich mal an, was wir machen dürfen. Wir machen Schmierfett. Ja, das hätte ich. Ah, ich muss das einmal vorsichtig wieder auf den Kopf legen. So, wir müssen hier nachher gleich an das Schmierfett ran. Dann mache ich das so, dass ich erstmal die Tüte aufmache und das Wattestäbchen da reinstecke und hier also richtig mal schon mal was ans Wattestäbchen ran schmier. Damit, wenn ich das nachher mit einer Hand rausnehme, dass ich dann hier ordentlich was dran habe. So. Jetzt probieren wir das nämlich nochmal. Und packen die Anker nochmal so zur Seite. Dann kommt jetzt hier die Achse wieder rein. Ich traue mir hier gar nicht rauf zu drücken. Die Anker so nach vorne holen und den auch wieder hier reindrücken. Oder vielleicht liegt der auch nur lose drin, ich weiß es nicht. So, und jetzt soll hier überall Schmierfett ran. Und zwar nehmen Sie mit dem Wattestäbchen etwas Schmierfett auf und verteilen Sie dies großzügig auf die Zahnräder. Aber nicht hier außen, sondern nur hier, in diesem Bereich. So, Matsche, 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 Matsche. Jetzt kommt natürlich nicht überall was hin. Matschi, 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 Matschi. Aber ich denke mal, wenn sich da nachher was bewegt. Großzügig, haben sie gesagt. Ne? Großzügig, haben sie gesagt. Und dann quillt das Fett überall raus. Ein bisschen was haben wir noch. So. Komm, das soll erstmal so reichen. Ich hoffe. Dann nehmen wir das Getriebegehäuse. Und werden jetzt dann endlich die Getriebe hier, das Ganze werden wir jetzt endlich sichern. Und zwar folgendermaßen: mit diesen halbrunden dann nach vorne und die beiden werden dann hier hinten verschraubt. So, jetzt müssen wir gucken, dass das Kabel so, dass das nachher nicht stört. Das wird nicht stören. Und HP-Schrauben sollen hier rein. HP-Schrauben sind die. Oh, HP und FP, die sehen fast gleich aus, ne? Nun setzen wir erstmal eine Schraube an. Und, ne, man lernt festzuhalten und mit den Ring- und Mittelfinger dann eine Schraube auf den magnetischen Schraubenträger zu manövrieren. Klappt irgendwie nicht richtig.
So, aber erstmal, dass die Schrauben erstmal wenigstens alle einmal angesetzt sind. Und dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie anders festgehalten bekommen, dass ich da besser schrauben kann. Dass wir auch Druck ausüben können auf die Schrauben. Fassen wir mal ganz vorne am Bug an. Ja, und dann ging das. Dann geht das. So, und dann haben wir das Getriebegehäuse dann schon mal drauf. So. Ha. Jetzt kann das ja nicht mehr runterfallen. Ich hoffe nur, dass das nachher alles dreht. Jetzt sollen wir was testen. Wir haben doch noch... Ich habe irgendeinen Arbeitsschritt vergessen. Ja, natürlich. Natürlich habe ich einen Arbeitsschritt vergessen. Ja, nicht vergessen. Ich muss weitermachen. Das war jetzt Arbeitsschritt 4. Jetzt drehen wir das Ganze um. In die Richtung. So, halten das hier vernünftig fest. Und werden dann den Motor einsetzen. Und zwar folgendermaßen. Der kommt jetzt hier so reingeschnurpselt. Und hat jetzt hoffentlich das Getriebe hier zu fassen. So, ist das so richtig rum? Rote Kabel jetzt nach oben, also sprich nach unten, schwarze Kabel nach oben. Ja, so, und dann auch hier Fett. Auch hier muss noch Kettenfett. So, machen wir hier auch was ran. Schön matschen. Nicht da. So, wunderbar. Dann kommt das Bauteil hier rüber. Na, wie denn nun? Ja, hier so rüber, wird angeschraubt. Einmal zusammendrücken. Und wird dann mit FP-Schrauben angeschraubt. Das mache ich dann eben. Und dann kommen wir nachher, dann kommen wir auch gleich zu einem Test. So, liebe Leute, Test gemacht. Hier, ihr seht, ich habe hier eine ganze Reihe an Teile wieder runtergenommen. Alles, was lose zu machen ging, habe ich auch wieder runtergenommen. Und ja, das dazu. Damit man ein bisschen besser das handhaben kann. Wer jetzt viel später einsteigt, verzichtet auch auf diese Sachen. Die kann ich jetzt natürlich nicht mehr rausnehmen, die sind angeklebt. Wie gesagt, verzichtet auf diese Sachen, das einzubauen. So, ich habe dann angefangen zu testen und dann ging das so Millimeter vor, Millimeter zurück. Also der Schrubenträger hat heute eine Menge Arbeit geleistet. Also der hat mehr geschafft als die Schrauben, die eigentlich da waren, weil einige Schrauben waren sehr, sehr oft rein und raus. Ich habe hier das weggelassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund ist, warum das nicht so richtig funktioniert hat oder doch oder wie. Auf jeden Fall habe ich das weggelassen, damit das Ganze geht. Dann müsst ihr darauf achten, den Fehler habe ich gemacht, die Ketten waren einmal übereinander gelegt. Das heißt, die müssen freilaufend sein. Und das hatte, glaube ich, auch einmal bei mir gestört. So, jetzt gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Eben gerade bevor ich die Kamera angemacht habe, ging es. Also, ne, wir können das Ganze reinziehen, die Anker hochziehen und auch wieder runterlassen. So hin und her geht ziemlich schwer. Warum, das weiß ich nicht. Hier muss man halt darauf achten, hier ist ein schwarzer Strich, dass der nicht bis ins Nirvana geht.
Das kann ich jetzt aber nicht mit Gewissheit sagen. Ich probiere das jetzt auch nicht aus. Ich fahre das jetzt auch nicht ganz rein und ganz raus. Auf jeden Fall, der Ankermotor geht. Ich finde, ziemlich schwerfällig. Aber vielleicht liegt das ja auch daran, wie ich das Ganze gebaut habe. Wie gesagt, ich habe hier diese ganzen Platten hier unten. Das habe ich alles mehrfach ran und ab. Und wie gesagt, die Ketten, da müsst ihr aufpassen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht. Nicht so, wie ich erhofft habe. Aber vielleicht finde ich ja irgendwann nochmal eine andere Lösung. Und ja, jetzt kriege ich den Stecker hier, wenn der nicht so leicht raus. So. Und vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine andere Lösung. Ich werde da ein bisschen nachforschen, warum das so schwer geht, warum das so schwerfällig ist. Und vielleicht kriegt man da ja nochmal was hin. Wie gesagt, die Einzelteile, da werde ich mir jetzt eine kleine Plastikbox suchen. Die werde ich da alle reinmachen und das alles aufbewahren. Und ja, das war dann quasi, waren dann die Ausgaben 12 bis 15. Wir haben ein Außenhautteil und dann haben wir jetzt eigentlich noch ein Steuerbordanker, Ankergetriebe, Motor eingebaut. Und es funktioniert, könnte besser sein. Also vielleicht habe ich irgendwo einen Fehler gemacht und euch ist was aufgefallen. Ja, dann gerne her damit. Fett ist dran, also daran kann es eigentlich nicht liegen. Wir gucken noch einmal hier ins Heft und sehen ja auch hier so ein bisschen wieder die Graf Zeppelin. Hier geht es um die Insel. Da haben wir ja dann auch festgestellt, auf der einen Seite bekommt ja dann die Graf Zeppelin einen Aufbau. Klar, wo die Kommandozentrale, also wo die Brücke drauf ist und so weiter und so fort. Und deswegen wurde ja konstruktiv die beiden Seiten nicht gleich gebaut, um diesen Schwerpunkt auszugleichen. Na? Ja, die Ark Royal, die kommt immer wieder vor hier in den Heften. Dann haben wir hier Modell der Graf Zeppelin in der Sammlung der Wehrgeschichtlichen Forschungsamtes der Marineschule Mürwik. Ach, guck mal, da gibt es auch ein Modell, nicht nur im Internationalen Maritimen Museum. Und jetzt gibt es ja zumindest erstmal einen Anfang von Modellen ohne Ende auf vielen Basteltischen. Ne? Konzeptbild von einem Flugzeugträger. So, hier sind auch noch wieder andere Flugzeugträger, also wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge. Hier ist wieder Pearl Harbor und ja, nee, da wollen wir nicht wieder weiter drauf eingehen und so weiter und so fort. Und dann haben wir in der nächsten Bauphase, gibt es ein Bordflugzeug, zwei Fahrwerksbeine, Bomben und Austauschpropeller und ein Endschalter. Ja, da sind wir mal gespannt auf die Bauphase 16. Ja, das waren dann die Bauphasen 12 bis 15. Und nachher packe ich das mal wieder zusammen, was zusammen gehört. Ja. Kommt das Deck wieder darauf. Hefte kommen nachher schön in den Ordner geheftet. Und ja, nicht, dass die Bauphase Ausgabe 16 im Kiosk ganz schnell ausverkauft ist, also passt da drauf auf, für die Kioskkäufer, weil da ist wieder ein Flieger drin. Ne? Könnte man ja, nein, könnte man nicht. Will ich nicht zu Ende sprechen. Ja, liebe Leute, also ihr habt gesehen, der Test ist, sagen wir mal, einigermaßen verlaufen. Nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Ich werde mich da natürlich mit anderen Modellbauern austauschen. Ihr könnt auch gerne was dazu sagen. Ob es da vielleicht einen kleinen Trick gibt und so weiter und so fort. Den werde ich natürlich verraten. Vielleicht gibt es dann auch ein extra Video, wenn ich da ein bisschen was besser herausbekommen habe. Also es funktioniert, aber naja, gut, nicht so wie erhofft. Ja, liebe Leute, vielen, vielen Dank. Das war wieder ein etwas längeres Video. Ich habe hier jetzt auch geschlagene, ja, fast 3 Stunden jetzt dran gebastelt, um eben versuchen herauszubekommen, wo es bei mir gehakelt hat. Und ja,
Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ja, vielen lieben Dank, liebe Leute, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiter neugierig. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich. Bleibt mir bloß gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wir wieder in.